Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Diablo 3. Reaper of Souls, noch nicht ganz. Ich wiederhole mich, ich weiß. Leute, ich brauche jetzt ein gutes Spiel, denn ja, ich habe eben gerade einige Parts von Castlevania Lost of Shadow 2 aufgenommen und ich bin nervlich am Ende. Templar, Comic, red mit mir. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt, ein Licht gegen die Finsternis. Glaubt ihr das? Was wollt ihr von mir, Kreuzritter? Meine Erinnerungen wurden mir genommen. So ist es nun mal. Niemand kann euch eure Erinnerungen wegnehmen. Sie können sie nur verstecken. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden, meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten. Schon, dann machet mal, Junge. Ich muss euch noch mal kurz vorweg einige Sachen sagen. Ich habe. Warte mal. Ein paar Infos. So, das ist nur der Ihr wollt PvP-Typi. den Augen auf. Ich wollte ihn einfach mal durchquatschen, weil dieses Symbol mir auf den Nerv geht. So, Myria. Ich habe ein paar neue Waren. Ja, Ihr solltet ta. sie euch mal ansehen. Ja, Tag. Das ist Myriam, eine Handwerkerfrau, und zwar die Mystikerin. Die kriegt man erst im fünften Akt von Reaper of Souls von Diablo 3. Deswegen behandeln wir dies einfach mal, als wäre es nicht vorhanden. Die Sache ist die, ich habe privat dann doch mit meinem privaten Charakter den fünften Akt durchgespielt, weil ich hätte halt einfach Bock dazu gehabt und konnte nicht mehr warten, bis ich das im Let's Play fertig habe. Ja, hier eine Schmied, ne, die kennen wir ja schon, der ist jetzt auch vorhanden. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier, ne, Nägel mit Köpfen. Es geht los hier. Geht durch die zerklüftete Schlucht. Ja, mach ich gerne. Ach ja, in diesem Akt werden wir ausschließlich mit dem Schuft spielen und kämpfen, nachdem wir im ersten Akt dann ja mit Cormac den Templar gespielt haben. Und ja, im dritten Akt werde ich dann entscheiden, wen wir dann nehmen werden. Nein, der Schuft hat nichts mehr zu Habt ihr reden. schon gehört? Kaiser Hakan hat seinen ganzen Hofstaat aus der Stadt geworfen. Sie stecken hier fest, genau wie wir alle. Also gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Gerechtigkeit? Sie mögen ja ein Haufen pompöser Narren sein, aber das, was heute Ach ja, das haben wir ja im letzten Part schon angeguckt. Beziehungsweise gehört. Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Ja, gut. Als Kind. Gut. Das kennen wir auch noch aus dem letzten Part. Das habe ich ja am Ende des letzten Parts uns ja schon mal angehört. Dieses Tor führt nach Alkarnus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg und durch den Außenposten von Kasim hindurch. Wir haben noch nichts von den Eisenwölfen in der Wüste gehört. Wenn ihr es zum Außenposten von Kasim schafft, sucht Hauptmann David auf. Okay, ja, das müssen wir ja jetzt nicht nochmal anhören, weil das kennen wir schon aus dem letzten Part. Speicherpunkt, die zerklüftete Schlucht, ja. Etwas sagt mir, dass das hier eine interessante Reise wird. Ja, auf jeden Fall. Das war ja bisher schon interessant genug. Ich meine, nur mal kurz Resümee. Okay, nee, gleich erstmal. Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Das ist ausgezeichnet. Dann können mir diese Kultisten ein paar Fragen beantworten. Ihr habt vor, sie zu töten, richtig? Ich werde euch begleiten. Na, wenn das nicht mein Glückstag ist. Dort draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Oh, ich hatte mit dem Zirkel schon so meine Scherereien. Ja, das ist die Verzauberin. Sieht die nicht heiß aus? Auf jeden Fall. Moment mal. Nee, der hat nichts zu sagen. Sie auch nicht. Ja. Lass uns nochmal kurz. Wegen den. Okay, Moment.
Ich möchte lieber nicht von Sandwespen erzählen. Diese zu groß geratenen Insekten wären nichts Besonderes, gäbe es nicht ihre außergewöhnlich giftigen Stiche. Die leider auch meinen jungen Schüler auf dem Gewissen haben. Ich dachte, er würde vorsichtiger sein, als ich ihn losschickte, um mir aus dem Schwarmstock ein Exemplar zu besorgen, aber seine Eltern verstanden meinen Standpunkt überhaupt nicht. So, ja, wie gesagt, also die epische Filmsequenz beim Partwechsel, ja, sowohl Part- als auch Aktwechsel, die war ja mal geil, oder? Also, ich hab gezittert, als ich die Szene gesehen habe. Mit Tyrae und wie er da, ja, wie er zum Sterblichen geworden ist. Das hier übrigens sind einer meiner Hassgegner. Und auf den höheren Schwierigkeitsgraden machen die übelsten Schaden. Wollte ich euch nochmal so anteasern. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Seid ihr euch da sicher? Ihr hättet nie herkommen sollen. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Na dann, klopfen wir die mal weg. Ups. Wie konntet ihr von dem Hinterhalt wissen? Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irena. Und ich bin ein Kreuzritter. Was macht ihr denn hier draußen, Irena? Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Okay. Sagst du mir jetzt, auf wessen Suche du bist? Nee, tust du nicht. Na gut. Hauptmann, hinter euch! Schützt das Volk! Eisenwölfe! Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut gegessen. Gibt es auf der Straße nach Alkanus noch mehr Lakoni? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Okay. Tja. Wir haben also einen Frame-Einbruch. Hallo. Leckst du nicht? Das wäre supi. So, ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr laggt, ansonsten habe ich ein Problem. So. Ja. Wieso denn jetzt das Ritual des... Wie seid ihr so gut darin geworden, Menschen zu bezaubern? Ich habe den Zauber vor langer Zeit gelernt und viele Stunden damit verbracht, ihn zu üben. Das habe ich nicht ge... Ach, vergiss es einfach. Ja. Die beiden. Wir sollen die... zwei Ritualkultisten aufhalten, damit wir hier weiterkommen können. Machen wir doch gerne. Wenn es nicht mehr aufhören, so wird... Hör doch mal aufs Lecken! Meine Festplatte ist voll. Grafik ist auch nicht die höchste hier in diesem Spiel. Mein PC hält allemal aus. Hallo? Grüß dich mal wieder. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Solange ihr nicht auch eine Illusion seid. Wovon sprecht ihr eigentlich? Oh Mann, der denkt nur an die Frauen. Ja, dann heilt wir mal die Kultisten auf, würde ich sagen. Huch, wo wollte ich denn lang? Das Ritual ist unterbrochen! Stimmt. Das sollte die Illusion schwächen. Dieses Magiegerede steht euch. Mit einigen Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften.
Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel. Mephisto, Baal und Diablo. Ja. Ich, bin gerade dabei, kurz meine Skills umzutesten. Denn ich habe beschlossen, dass ich einige, wenn sie hier direkt neu aufkommen, mal direkt anteste, bis ich die nächsten kriege. Noch mehr versteckte Fußspuren. Damit ich die halt auch mal gesehen habe. So, dann wollen wir mal weiter. Ah! Okay. Ach Gott! Stimmt, die haben ja. Sind alttraumhaft. Das mag ich ja gar nicht. Gute Arbeit. Ich weiß. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen, wo. Ja, klar, gut, ich könnte natürlich direkt zu den nächsten Ritualdingens hinlaufen. Aber ich will natürlich meinen Kartenaufdeckungsdingens wieder machen. Und ich merke echt, dieser Hammerangriff, der gefällt mir überhaupt nicht. Der ist, ne. Der ist echt nicht so meins. Weil. Ich bin Nahkämpfer und ich brauche halt Nahkampf und keinen Waffenwerfangriff. Ich bin doch nicht Thor. Thor wirft seinen Hammer, aber ich nicht. Deswegen. Kommt mal her hier, Leute. Na gut, ich meine, wenn man einen Zweihandangriff hat, ist auch ein ja, Hammer-Werfen-Modus quasi. Aber das ist ja nicht den Angriff, den man hauptsächlich verwendet. Ist ja nur ein Zweitangriff, meine Güte. So, ich will, dass man das ganze Weiße weg. Denn ich hebe ab sofort nur noch blau auf oder ab blau. Denn, ja, was soll ich mit Weiß? Also ganz ehrlich, Weiß gibt noch nicht mal Kohle. Weiß ist höchstens zum Endcraften gut, aber die Mets davon findet man so häufig genug. Die muss ich jetzt nicht extra. Ja, durch Zerstörung der Items kriegen. Ah, wow, wieder eine gute Gegnergruppe. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat Kreaturen dämonischer Abstammung sind. Die alte Erzählung der Hora drin behauptet, sie waren einst mächtige Diener des mythischen Asmodan. Sie halfen ihm angeblich in seinem Kampf gegen die großen Übel. Und Diablo bestrafte sie später, indem er sie in die kleine jämmerliche Form verwandelte, die sie jetzt haben. Der Dünenhai ist ein schwer fassbares Wesen, das zu unglaublicher Brutalität fähig ist. Er lauert unter den Sanden und taucht auf, um seine Beute mit den Kiefern zu packen und zerfleischt ihren Körper, bis nur noch blutige Fetzen übrig bleiben. Ich habe einen Dünenhai einst in Fleisch und Blut gesehen und es ist mir nicht gut bekommen. Oh, okay. Ja, interessant. Findest du immer cool, diese Beschreibung, die neuen Gegner, die man hier, na, bleib stehen, trifft. Also, ich finde, ein vorgelesener Besteneintrag so währenddessen des Spielens viel besser als so zum Beispiel bei Castlevania Lords of Shadow 2, wo ja, so eine Art Tagebucheintrag ist, den man quasi selbst durchlesen muss und man erst danach wieder weiterspielen kann. Das nervt halt. Dann lieber so schön beiläufig wie hier machen, da kann man weiter spielen nebenbei und hat dann auch noch schön Spaß dabei. Ja, das und vor allem, es wird halt vorgelesen, man muss halt selbst nicht das noch irgendwie lesen und irgendwie ja, also ich finde das so viel besser, was ich meine allgemein, das könnte ja nochmal jetzt so Fazit sagen, ich glaube 20 Stunden Spielzeit das bei ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Solange ihr nicht auch eine Illusion seid. Wovon sprecht ihr eigentlich? Das habt ihr beiden schon mal gesagt, ja. Solange, ich meine, ne gut, gleich kommt mein Fazit. So ein Zwischenvergleich. Da Fleisch. Gleich wieder geredet wird, wollte ich sagen. Muss ich mal sterben? Das
Ritual ist unterbrochen. Sau. Also fast wie Hau der Lukas, nur dass es hier Hau die Kultisten heißt. So, das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Lasst uns zur Brücke gehen. Aus welcher abscheulichen Ecke der Hölle ist dieses Ding bloß gekrochen? Ja, schön, dass du den Gefangenen als abscheuliches Ding betitelst. Aber ich glaube, du als Schufst bist nicht gerade liebenswerter. Was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Ihr Meister Belial will in Sanctuario einfallen. Ebenso sein Bruder Asmodan. Ich werde sie beide töten, ihre Armeen zerschlagen und Sanctuario vor Schaden bewahren. Wie seltsam. Ihr müsst derjenige sein, den ich hier finden sollte. Aha, interessant. Sie sollte angeblich wohl uns finden. Ob dem so ist und ob wir das herausfinden werden, schauen wir doch mal. Wir finden erstmal die Brücke, nachdem ich hier mir den Weg erstmal komplett freigekämpft habe. Ja, was ich sagen wollte. Nach bei 20 Stunden Spielzeit von Castlevania Lords of Shadow 2 kann ich ja mal so leicht resümieren. Anfangs war Castlevania Lords of Shadow 2 sehr toll, aber so mittlerweile... schaut euch das Let's Play an, damit ihr versteht, worüber ich da gerade rede und was ich da meine. Es ist... Also mittlerweile hoffe ich, dass ich das schnell durchkriege, das Castlevania Lords of Shadow 2. Und damit ich dann halt zu besseren Spielen kommen kann. Wie gesagt, der Anfang war super, aber so mittlerweile denke ich mir echt nur so, boah, warum habe ich mir das gekauft? Also, ne. Und wieder albtraumhaft oder was? Na, ist super krass nicht. Noch nicht. Doch, ich hasse es jetzt. Die Gegnerart hier. Ne. Komm her, Froschi. Heute gibt's Froschschenkel. Wir sind heute mal französisch. Es gibt Froschschenkel. Mit lecker Baguettes. Kräuterbaguettes. Ich liebe Kräuterbaguettes. Mögt ihr Kräuterbaguettes? Oder Knoblauchbaguettes? Sag mal, was machst du denn da? Ich liebe sie. Sehr. Ja. Sind yummy. Ja, deswegen hoffe ich halt, dass ich Castlevania Lost Shadow 2 durch habe. Schnell. Viel kommt eh nicht mehr um. Also, ich schwanke krass zwischen den Themen hier. Aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Seid ihr ja, glaube ich, gewöhnt. Und wenn nicht, ja, wundert mich, dass ihr trotzdem guckt. Ich meine, hey. Ich bin nicht erst seit gestern hier auf dem Kanal. Oh, da habe ich gerade irgendwas zertreten. Egal. Macho oder im Schuh? Und, habt ihr schon etwas vor für die Zeit, wenn das alles vorbei ist? Ich habe geschworen, die Wünsche des Propheten zu erfüllen. Und wenn ich dabei mein Leben lasse. Oh, verstehe. Die beiden sind so knuffig irgendwie. Neues Ereignis, verfluchte Schreine. Läutert den verfluchten Schrein, gerne. Ja, wir müssen hier 5 Wellen in der vorgegebenen Zeit schaffen. Hallo? Ich wollte gerade sagen, es wäre fast daneben gegangen. Es ist daneben gegangen. Das Problem ist, ich habe die Gegner nicht gesehen und deswegen hätte ich nicht die 5 Wellen geschafft, sondern nur 2. Aber naja, was soll's. Wir werden halt aber nur mehr Kohle und Erfahrung bekommen. Und ich glaube, einen besseren Schrein, wenn wir halt alle 5 geschafft hätten. Wir sind in der Höhle überfallen worden. Helft den anderen. Deswegen ist das auch nicht so dramatisch. Wir helfen erstmal die anderen hier in dem verlassenen Bergwerk. Neues Ereignis. Tötet die Lakuni, die die Eisenwölfe angreifen. Okay. Sollte ich schaffen. Meine Brüder brauchen mich. Alles klar. Noch mehr? Oh, da unten sind die Brüder anscheinend.
Jo, ich bin zur Stelle. Aber wir haben keine Zeit für Nettigkeiten. Rettet meine Männer. Sie sind in dieser Höhle versteckt. Ich bin froh, dass ihr rechtzeitig gekommen seid. Ja, immer doch. So, ihr lebt noch. Wunderbar. Hauptmann, es ist so viel. Noch mehr? Helfen wir den anderen, bevor sie fallen. Gut, wir haben mehr Unterstützung. Sehr schön. Das wären alle. Lasst uns dem Hauptmann Bericht erstatten. Alle sind anwesend oder tot. Nun gut, Männer. Versorgt die beiden und dann raus aus dieser verdammten Grube. Ja, Sir. Moment. Hört ihr das? Noch ein Überfall! Aua, aua. Dabei dachten wir eben, es wäre zu Ende. Na, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Angriff! Männer, tötet diesen großen Lakuni! Gas, die Schattenklaue! Es war eine herausfordernde Schlacht. Danke für eure Hilfe. Tja, immer gerne, ne? Die Rechnung kommt nachher per Post. Wir haben da draußen einer Menge Menschen das Leben gerettet. Und deshalb seid ihr fürchterlich stolz auf euch, nicht wahr? Ihr habt mir sehr geholfen. Ich hab nur die Schätze getragen. Oh Mann, der denkt echt nur an Frauen und an Schätze. Und außerdem haben wir nicht hier draußen, sondern hier drinnen in dieser Höhle den Leuten geholfen, ja. Leicht merkwürdig, aber nun gut, es ist halt der Schuft. Warum ich immer Schuft sage, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Lyndon oder irgendwie so. Deswegen, ich hab keine Ahnung. So, ich latsche jetzt hier die restlichen Flecken ab. Dann können wir direkt da links zum subtilen angezeigten Pfeil hingehen, den ich hier gerade seit ein paar Minuten ignoriere. So. Mensch, wir sind ja schon wieder fast Level up. Es geht ja rasend. Also. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Oh, gerne. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Ich denke, ihr seid gefährlich und das gefällt mir. Schließt euch mir an. Ja, ihr Lieben, wir haben eine nächste Person bekommen an unserer Seite. Die Verzauberin. Die Verzauberin ist eine mächtige Spruchwirkerin, sowas nennt man auch Magierin, die Stäbe unter Zweihandwaffen führen kann. Nö, wir möchten sie nicht mitnehmen. Ist halt wie der Schuft und der Templer ein Mitglied, den wir mitnehmen können. Die werde ich dann aber in Akt 3 verwenden. Nun müssen wir den Außenposten von Kasim finden. Hoffentlich gibt es dort ein paar leicht bekleidete Damen, die uns bekommen. Oh Mann, ich mag ja auch Frauen, aber Junge, du denkst echt zu sehr an Frauen, also. Das ist ja schon fast schlimm mit dir. Ja, nachdem wir dies erledigt haben, müssen wir zum Außenposten von Kasim. Aber ob das so klappt, schauen wir nochmal. So, komm her. Erstmal hier ein paar Hämmer abwerfen, genau. Warum fiel mir das Wort Hammer, also oder Hämmer eben nicht ein? Ja, Blendpulver hat wenig damit zu tun, warum mir der Name nicht eingefallen ist. Aber danke, dass du mir einen Tipp geben wolltest. Nur der war irgendwie nicht der passende Tipp, aber nun gut. Was auch immer da gerade passiert ist. Ich hab keine Ahnung gerade. So, was gibt's denn hier für eine Party? Ach so, ja. Oh, nee, bleib hier. Du Dünenhai. Leute, was würdet ihr denken?
wenn es in Wirklichkeit auch so eine Art Dünenhai geben würde. Also ich meine, normale Haie, klar, die gibt es, das wissen wir, das ist bestätigt. Aber glaubt ihr, ob es in den Wüstengegenden vielleicht auch Dünenhaie gibt? Also, ne, sowas wie hier jetzt nicht eher, aber halt so Hai-ähnliche Viecher halt in der Wüste. Was meint ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sowas eventuell glaubt oder vielleicht sogar gesehen habt. Ich weiß nicht, falls ihr in Ägypten wohnt oder so, keine Ahnung. Kann ja sein. Dann bleib mal hier. Bleib doch mal hier. Krrrk. Nur Geduld. Ja, das sagt so leicht. Der haut da ab. Aber ich hab's zwar nicht mit Geduld geschafft, aber ich hab's mit Gerechtigkeit geschafft, denn ich bin die Gerechtigkeit, ne? Ja, Geburt der Gerechtigkeit. Und, ja, ne? Außerdem hab ich Flügel, also bitte. So, und Hammer so werfen, wenn die Gegner schon besiegt sind, das ist natürlich ein Talent. Aber wie, ich sehe gerade, dass das Gebiet hier nicht so sonderlich groß ist, es ist doch eigentlich praktisch. Dieses Mal haben sich die Kultisten nicht auf ihre Illusion verlassen. Ich werde den Weg über den Außenposten von Kasim im Westen nehmen müssen. Ja, aber vorher möchte ich erstmal hier das Gebiet an sich cleanen, bevor ich es irgendwelche Außenposten erreiche. So, einfach hier die... Also, ich muss sagen, dieser Angriff hier, der gesenkte Hammer, der ist geil. Ich meine, ein guter Area-Angriff. Schön die Dinger hier ein bisschen zaubern und dann... Hier, guck mal, wie hier. Und dann kann ich hier einfach durch die Gegend laufen. Kann da mit Gegner grillen. Gefällt mir sehr. Ich glaube, den werde ich eine Zeit lang verwenden. Welche ich letztendlich im High-End-Content verwenden werde an Skills. Ja, das schauen wir mal, sobald wir... Ja, sobald wir die Zeit erreicht haben. Ich meine, noch sind wir 22. Gleich 23. Ja, das dauert, bis wir Level 60 sind. Vorzüglich! Beziehungsweise Level 60 war ja das Maximallevel im Haupt-Diablo 3. Erst mit Reaper of Souls ist ja Level 70. Das Maximallevel. Es dauert noch, bis wir das beides erreicht haben. Also, wir werden noch einige Stunden ins Land ziehen. Und wahrscheinlich werden wir das. Noch nicht mal am Ende des. Und ich glaube, es will uns wehtun. Ja, oh mein Gott, es will uns wehtun. Schlag zurück. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich Level 58 sein. 58 das höchstens. War es total wert. Ja, finde ich auch. Größten Teil. Ja, finde ich auch. Höchstens Level 60, wenn wir den fünften Akt abgeschlossen haben. Oh, und wo geht's denn hier hin? Der verlassene Keller. Okay. Helft mir! Ich will nicht sterben! Wow, da ganz verlassen ist er ja nicht, der Keller. Fertig. Gibt's denn keine Belohnung? Wo ist denn jetzt der Typ, den wir helfen sollten? Naja, keine Ahnung. Zumindest, wir haben ihm geholfen. Soll reichen. Schuldigkeit ist getan. Tja, das war der Hurax. Also, so ganz verlassen war der Keller hier nun doch nicht. Nun gut. Wir sind jetzt in den stechenden Winden. Ah, die stechen aber wirklich. Aber nicht die Winde, sondern diese Fliegviecher stechen hier massiv zu. Ja, ja. Mückenzeit wieder, ne? Da brauche ich doch mein Insektenspray in Form von... Mein Glaube wird belohnt. Mein magischen Hammer hier. Den ich hier umherwirbel. So. Bevor ich gucke, was wir Neues bekommen haben, schlachte ich die Gegner. So, hier gibt es nichts Neues. Da auch nicht. Ah, bei Weihe. Lichtflut. Erhöht den Radius des geweihten Bodens auf 24 Meter und den Betrag um blablabla 49, ja.
149. Nehme ich mit. So, Richturteil. Oh, gleich. Ich guck erstmal, wie hier an sich was. Ah, Beschützer der Unschuldigen. Man sagt, in dieser Gegend werden Diebe geköpft. Ihr wollt mir nur Angst machen. Daraus wird nichts. Ja, wir haben jetzt hier auch was Neues bekommen. Cool. Nice. Alles klar, wir können ja dann jetzt weitermachen. Klar, wir haben noch komplett ganz neue Skills bekommen, aber die schaue ich später nach. Erstmal hier ein bisschen weitermachen. Huch. Achso, okay, da war nichts drunter. Schade. Auch nichts. So, dann gehen wir mal kurz hier rum. Ist ja ruhig hier. Was ist los? Na, komm her. Die Geräusche von den Viechern. Ne? Aber die haben keine Chance. So.